Hey, willkommen zur 42. Folge von The Last of Us. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Ausgang. East Wing. Wie auch immer. Irgendwie scheint das Krankenhaus mich nicht so sehr zu mögen. Wieder schnupfen. Irgendwie. Vielleicht bringen einen die Linien hier weiter. Ich weiß es nicht. Westwing. Das kenne ich noch nicht. Man kann das sehen, dass ich andauernd vorbeigerannt bin. Das Licht. Natürlich. Er hat eine scheiß Knarre! Doch klar! Ja, ich habe einen neuen Weg gefunden und ja, bin tot. Aber ich bin wieder hier. Yay. Hey, was war das? Der Schmuggler! Bombenexperte. Ha. Noch jemand was verloren? Du vielleicht? Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht noch eine Bombe bastel. Könnte ja doch noch mal hilfreich sein, ne? Was liegt da? Was liegt da? Ja, genau, ja damit. Wenigstens keine Flaschen. Was ist da unten los? Oh. Habt ihr ihn gehört? Was ich. Ach, Mist! Er ist hier! Das war ich aber nicht. Ich kann mich nur wiederholen, ich hasse Krankenhäuser. Selbst in der Realität, da fühle ich mich schon wie in einem Horrorfilm. Hinten noch was? Nein? Ich gehe dann mal. Ich muss wahrscheinlich hier lang. Scheiße! Okay, jetzt haben wir uns selber den Rückweg versperrt. Können wir runter? Müssen wir runter? Runter können wir, aber natürlich ist hier die Tür versperrt. Es gibt nur den Weg nach oben. Und wie ich gesagt habe, wir müssen doch hoch in die 6. Habe ich schon richtig gesehen. April 28. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentiter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen.
Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nichts umsonst gewesen. Schön. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Hier scheint keiner weiter zu sein. Hier ist eine Tür. Messer. Scheiße. Stellen wir mal schnell ein Messer her. Fertigungszeit würde ich gerne. Okay. Okay? Wo ist das bitte okay? Oh, Firefly-Anhänger. Oh, was haben wir denn hier für eines? Munition. Scheint jetzt so Richtung letztes Gefecht zu gehen, hä? Gucken, wie viel Firefly-Anhänger habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man denn eigentlich. Wie viel gibt es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Vierzehn Firefly-Anhänger. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wie viel gibt's denn? Jetzt nicht. Muss warten. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich Schutz kriege, falls hier doch mal irgendwo einer rumrennt. Scheiße. Hier wird mir schon wieder übelst schlecht. Hier gibt's nichts. Ich mag das nicht hier, die ganzen medizinischen Geräte und so. Noch nicht mal zum normalen Doktor gehen, ohne dass mir schlecht wird. Lesen. Nur mal kurz überfliegen. Hier könnt ihr auf Stopp drücken und lesen, falls ihr lesen wollt. Oh, wie viel ist das denn noch? Okay, das war's. Hier raus. Okay, hier ist mal richtig. Ja, das ist es. Ich komme, Ellie. Okay, können wir weiter? Es haben sich gerade wieder neue Typis angekündigt. Alter, warum kann der so treffen? Scheiße. Das ist fail. Gerade übelst fail. Nicht erwischen. Immer noch nicht. Aber jetzt.
Alter, was will der denn noch überleben? Alter, wie auf dem noch? Was ist das für einer? Was ist der denn für eine Mutation? Ja, deine Mutter auch. Alter, wie kann der von da hinten so gut treffen? Sinnlos. Zwei Schüsse in den Schädel und dann... Okay, da braucht er das länger. Alter, schieß doch einfach auf den. Alter, komm, schieß, schieß. Fang ich halt nochmal an. Sowas von arschlos. Ich habe hier was gefunden. Wer ist da drüben? Deine Mutter. Alter! Ich würde es noch mehr übertreiben. Sag mal, das ist doch nicht normal. Der sieht mich jetzt gleich, oder? Wo ist der Ausgang? Okay, dort scheint der Letzte zu sein. Sind wir hier am Ende? Alter. Hey, siehst du da? Scheiße! Ich dachte, war ich schon am Ende. Mann! Ey, ich sag bloß, ich muss nochmal von ganz vorne. Da will ich Bock drauf haben. Das ist für mich Grund, das Spiel abzubrechen. Echt mal. Hallo? Ich wollte eigentlich...
Genau das. Hey, mir reicht's. Erstmal platt. Das hat mit Taktik hier auch wieder null zu tun. Man kommt nur so durch. Nur noch 18 Schuss. Jungs, seht da drüben nach. Alter, da sind noch drei. Das Spiel ist gerade sowas von unfair. Bringen wir's hinter uns! Ja, bringt's hinter euch. Hast du nicht irgendwas fallen lassen? Ich sag mal. Der lebt noch. Sau! Die überleben eindeutig viel zu viel. Ey, sag mal, wie oft habe ich den jetzt gerade schon in den Schädel geschossen? Der hat doch Hirnpilz, oder? Da der letzte. Könnte fast der letzte sein. Er ist hier direkt. Oh! Alter! Sei vernünftig und gib auf! Thank you.
Okay, dann gucken wir nochmal nach, was wir hier so schön vergessen haben. Alter. Das ist sowas von unfair. Ist eigentlich egal, ob auf leicht oder schwer oder irgendwas. Das ist einfach nur unrealistisch, wenn ich den 10.000 Mal in die Schädel schieße und der immer noch aufsteht. Da kann es egal sein, ob der einen Pilz im Hirn hat, der das Ganze auffängt. Das ist doch mal eine ordentliche Anzahl. Gedacht, hier war doch irgendwo eine Tür, aber das war dann wohl Abschnitt davor. Noch das Blut. Gut, hören wir uns das noch an. Es ist schon so lange her. Ich habe gerade in die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen war eher Formalität. Du musst wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Nur sie kann uns retten. Uns alle. Danach haben wir gesucht. Du damals auch. Ich soll den Schmuggler töten. Aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten, der die Schwere dieser Entscheidung begreift. Vielleicht vergibt er mir. Oh, du fehlst mir, Anna. Deine Tochter ist bald bei dir. Natürlich werden wir ihr nicht vergeben. Wir werden sie natürlich genauso abschlachten wie alle anderen. Das ist jedenfalls so. Nur meine Meinung. Natürlich hat das Spiel noch seine andere Meinung. Gut, dann werde ich hier nochmal eine Pause machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.